Wunderschönen guten Morgen. Montag 0.30 Uhr. 8 Grad. Ihr seht das. Ich fahre jetzt mal wieder Nordheim drauf seit langer Zeit. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sich hier getan hat. Wo wir fahren und wie wir fahren. Also, ich meine, wie wir fahren ist klar, aber ob wir jetzt drüben auf der neuen Strecke schon fahren, ich bin gespannt. Es ist ja. Ja, Nordwoche. Was liegt an? Nicht sehr viel. Erstmal nach Hoya tanken, also nach Soltau. Auto auf Hoya tanken. Dann nach Buchholz abladen lassen und gleich wieder am Tor Leerpaletten laden. Einen ganzen Zug Leerpaletten für Nidda. Dann geht's nach Hause. Und ich habe mir heute, ich muss mal gucken, wie ich es mache, ob ich schaffe, ob es regnet oder nicht regnet und ob es dann schon hell ist. Ich habe mir, einige werden das von Insta schon gesehen haben bei mir. Ich mache bei meinem Auto immer so Wetlook Reifenglanz Spray oder Glanzgel drauf. Das habe ich heute mal mitgenommen. Mal gucken, ob wir die etwas schäbig aussehenden LKW-Reifen. Gut, ist mir klar, vorm Winter ist alles nicht so. Machen wir mehr im Sommer, aber ich möchte es mal testen und wie viel ich brauche von dem Kram, weil ich habe von Hashtag No Werbung von Sonax das Ultra Wetlook Glanzgel. Damit bin ich bei meinem Auto am zufriedensten, weil das Spray ist immer scheiße, das sprüht dann so auf den Lack und der Nebel und so, das ist mir so schön. Will ich mal gucken, wie ergiebig das ist und dann eventuell für nächstes Jahr. Damit der große Rote auch auf schicken Schuhen steht. Schuhen steht. Ja, also hier sind wir jetzt auf der neuen asphaltierten Autobahn. Früher sind wir hier mal da drüben gefahren und sind dann ungefähr da, wo jetzt das Licht uns entgegenkommt, immer wieder hier auf die Straße gefahren. Das fällt jetzt flach. Das ist erstmal hier von Nordheim Richtung Echte neu. Das war ungefähr, war das. Wo war das? Wo sind wir rübergefahren? Hier. Hier war die Verschränkung und hier schon der neue, genau, hier ist der neue alte Asphalt. Ein kurzes Stückchen später, kurz vor Echte, jetzt bin ich mal gespannt, hier sind wir auch immer verschränkt worden, also fahrbahnmäßig verschränkt worden. Er macht es vielleicht dann nicht wegen mir, sondern wegen dem Pannen-LKW, der da steht. Also der meinte nicht mich. So, Echte 1000 Meter. Ich bin gespannt, ob wir jetzt hier gleich links auf die Gegenfahrbahn schwenken oder ob wir hier auch komplett durchdriven auf der richtigen Seite. Gucken wir mal, Kollegen bremsen schon. Nein, wir fahren nach drüben. Wir fahren nach drüben. Schade, ich dachte, wir würden hier schon, weil ihr müsst wissen, habe ich auch, glaube ich, gesagt, die Autobahn war am letzten Wochenende komplett von Freitag bis Montag gesperrt. Ah gut, die haben mir die Brücke noch nicht fertig. Ja, nee. Ach Gott, nee, die sind doch gar nicht. Die sind doch gar nicht gebaut. Ah, moin, Falco. Ja, nee, also von daher. Nein. Ich fahre ein Stück weiter, vielleicht ändert sich ja noch was. Aber kurz nach Echte geht's jetzt rüber auf einen neuen Abschnitt. Jawohl, oh ja. Oh, dann sind ja hier drüben diese komischen Hubbelbubbel-Bodenwellen endlich weg, die einen so aus dem Sitz gehoben haben. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist ja. Und ich glaube mal, jetzt fahren wir komplett bis Baustellenende hier auf dieser Seite. Das ist ja mal richtig nice. Zu früh gefreut. Nicht ganz 2 Kilometer. Und ihr seht das. Wir fahren schon wieder nach drüben. Och Mensch. Oh, das ist ja heute hier, das ist ja jetzt ein schönes, oh, zickzack Gefahr hier. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, hin, her. Ohne Sinn und Verstand, meine Damen und Herren. Ja, jetzt sind wir wieder für 2 Kilometer hier drüben auf der alten und dann geht es wieder drüben auf die neue. Also der gewohnte alte Straßenverlauf, muss ich euch ja nicht zeigen. Oh, ne, oh. Dachte hier, wir würden hier schon drüben fahren, da im Dunkeln. Nicht der Fall. Zurück in Nordheim und es ist hell und es gibt eine kleine
Veränderung am LKW. Ich habe es ja gesagt, mit diesem Reifen Glanzgel. Nein und nein. Aber ich habe vorhin beim Tanken in Soltau, da war gerade das Licht von der Tankstelle so geil, habe ich mal die andere Seite gemacht. Ich glaube, Unterschied deutlich sichtbar, noch besser ist hinten bei den neuen Reifen. Schönes, tiefes Schwarz. Und das machen wir da drüben auch nochmal. Weil extra eine Parkbucht gesucht, wo hier die Sonne schön hinscheint. Doof ist nur, ich weiß nicht, wie ich die Kamera platzieren soll. Das muss ich mal gleich mal gucken. Ich hole mal die Sachen raus. Ich platziere mal die Kamera anders. Moment. Schwamm, dann kommt das Gel da drauf und dann mal schön die Reifen. Ich mache jetzt immer Vor- und Nachunterschied. Oh, oh, oh. Ich glaube, muss man nicht viel zu sagen. Ohne mit. Viele von euch werden sagen, total unnötig und unnütz. Ja, sieht aber geil aus. Und es schützt, also schützt nicht, aber es pflegt den Reifen ja auch. Ich mache es bei mir, bei meinem Auto schon seit längerem. Das Geile ist, wenn es regnet, dann perlt das richtig ab. Also die Reifen werden weniger schnell schmutzig. Und laut den Herstellern soll es auch das Gummi langzeitmäßig schützen, also elastisch halten, weniger spröde und so weiter und so fort. Ich finde, das sieht geil aus. Ja, mach ich mal fertig, die beiden Reifen, ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, warum ich das mache, ist erstmal, weil ich Bock drauf habe, weil es mir persönlich gefällt, weil es geil aussieht. Und zweitens möchte ich mal ganz gerne wissen, wie lange es im Vergleich zum PKW hält. Weil, glaube ich, habe ich auch schon gesagt vorhin, LKW-Reifen wird ja viel wärmer durch die Bremsenergie und so. Deswegen mal schauen. Ich finde, das sieht optisch aus. So, gehen wir mal nach hinten. Das Geile bei so einer Arbeit, man sieht sofort einen Erfolg. Das ist richtig mega. Das ist so befriedigend, finde ich. Ähnlich wie irgendwie Schmutz abkärchern oder so. Das ist auch voll geil. Macht hier so einen Krach. Ah, Matze mit seinem Fahrschulbus kommt hier angetöffelt. Das macht aber nichts. Weil noch einmal und ich bin fertig. So. Ja, was viel besser ist, das Zeug zum Sprühen oder zum Einreiben wie ich. Ganz ehrlich, ich finde das Gel besser. Das sieht schon mal richtig pornös aus. Jo. So. Dann haben wir das auch. Oh, jetzt fallen die Fahrschulen ja aber ein, oh. Wie die Fliegen. Beliebter Trainingsplatz hier hinten. Weil viel Platz, wenig los am Tag oder am Morgen, weil alle LKW-Fahrer ja on Tour sind. Gar nicht viel raus, muss ich zugeben. Das war vielleicht vor den vier Reifen hier. Klar, ist mehr Verbrauch wie beim PKW. Beim PKW sagt man, glaube ich, steht glaube ich sogar drauf. Ergiebig für mindestens 50 Reifen. Gut, wird hier beim LKW nicht sein, weil ein LKW-Reifen, weiß ich nicht, vier Autoreifen. Ich sag mal die Hälfte, 25. Oder 15 Mal alle vier Reifen. Muss kein machen, wer will. Jetzt im Winter eh nicht, aber jetzt habe ich es mal gemacht. Nur mal um zu gucken. Pflegt und schützt das Gummi lange für Rissbildung und Farbausbleichung. Hält mehrere Wochen. Auf dem PKW ja. LKW, das testen wir mal. Bin ich mal echt gespannt. Wie das auf dem LKW. Das werde ich immer mal wöchentlich mal abfilmen. Bin echt gespannt drauf. Echt gespannt drauf. So, ich fahre jetzt hoch, mache Feierabend. Wir haben es 9 Uhr rum oder sowas. Kiki. Nach 9.
dann morgen die gleiche Rutsche. Was ein geiles Wetter. So, Cut. Merkliste des Falkos. Mal ein Handtuch mitnehmen. Klatschnass, bin in Buchholz. Ich am Donnerstag. War klar, jetzt lässt der Regen ein bisschen wieder nach. Gerade angemeldet. Schifft. Er schifft wie aus Mollen. Ihr hört das. Ach du Scheiße, mein Kollege schifft. Mein Kollege. Ich hoffe mal, ich muss, wenn ich hier leer bin, Türen zu machen. Das ist schon mal das Erste. nach Stelle. Klappboxen laden. Ja. Oh Mann, Alter. Stelle ist immer das Problem. Da sind da ziemlich viele Lkw-Fahrer an der Anmeldung. Auch nichts überdacht. Ach. Ja, richtig schönes, feuchtes Wetter. Ich hoffe mal, dass das nachher der Wettergott mir ein bisschen gnädig ist. Dass nachher beim Anmelden und beim Ranfahren an der Rampe und beim Hoch- und Runterpumpen und hin und her machen, tun. Habe ich eigentlich mein Brustgeschirr mit? Nein, ne? Nur mein Kopfding. Scheiße. Dann hätte ich euch mal an den Brust geschnallt. Nachher in Stille beim Klappboxenladen. Aber das kennt ihr ja auch schon. Und morgen auf dem Freitag gibt es wahrscheinlich hier Leerpaletten. Im ganzen Zug. Also auch nicht wirklich viel zu filmen. Dafür aber... Es ist mir das Glück nicht hold. Ach, scheiß die Wand an. Ach. Es hilft. Ich muss verblumpen. Es hilft nicht. Ah, ihr kommt wieder mit. Das sage ich euch. Erstmal driven war vor. Spiegelheizung an. Jetzt parkt der genau neben mir. Wegen Türen zu machen, wisst ihr? Hier nur kurz vorfahren brauchen und dann. Was, so geht das nicht. Dude. So. Jetzt oder nie ist gerade ein trockenes Zeitfenster. Ach, jemine. Ich sehe ja, im Spiegel sehe ich ja gar nichts hier. Das ist ja wie. Nee, Fenster untermachen ist ganz schlecht. Ich hoffe, es hält. Oh, wir haben es trocken, Freunde. Los, raus. Kommt mit. Futter, Nahverkehrs-LKW. Jetzt habe ich das in Schuhe. Eine Pfütze getreten. Da kommt er gerade. Guck mal hier. Gerne sehen wollen, haben, tun. Sieht schon sehr nice aus, das Gerät. Sieht sehr. So, einmal rum im Bottich. Einmal, nee, legen wir nasse Füße. Oh, Kinders. Einmal rum. Den habe ich schon mal bei Instagram gepostet. Manuel, warum das?
Das sind alles Nahverkehrsautos. Die fahren von der Rewe hier, vom Vertalerzentrum in die Märkte. Und die sehen von der Firma zu 90% alle so aus, die LKWs. Richtig gut. Ich sehe nichts hier. Oh, ich schreibe frei. Boah. Da ich ja nicht mehr so oft hier bin, die neue Halle nimmt jetzt ja auch schon mal Gestalt an. Sind schon die Tore drin und die Rampen da. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da war hier. Auch schon ein paar Tage her. Ja, ich bin hier angeschnallt. Ach so, hier machen sie keine Tore hin. Na gut, macht doch wenig Sinn. Aber wir müssen auch lang fahren. Das können sie ja wieder alles zuballern mit Rollis hier, mit Leergut und sowas. Aber hier müssen wir noch Tore rankommen, oder? Auch doch da. Jawohl. Eine kleine Verlängerung der Halle hier. Jawohl, so, ab zum. Oh, hat hier blitzt. Gewitter haben wir nur auch noch. Ab zum Fördnix. Abgemeldet, ausgezogen, aus den feuchten Sachen raus, außer die Hose, die bleibt an. Und dann haben wir um 9:30 Feierabend, wenn nichts dazwischen kommt, staumäßig. Ja, bei dem Wetter ist ja immer ganz gerne, dass es mal auf der Autobahn mal ab und an mal rappelt. Vorteil hier, man ist hier im Trockenen, so halbwegs. So. Kurz mich mal entkleiden hier. Das heißt, fahren bist du alles nass. Ja, das ist nass, feucht halt, ne? So. Ordnung muss sein, sprach der Igel zum Stachelzwein. So. So, da auch raus. Sehr schön. Fachbrief. Da hinten hin.